Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und heute gibt es mal ein kleines Video, denn ich wurde getaggt von Frostix aka Josh und das Ganze ist so ein 5-Fragen-Video-Dingsbums und ja, ich habe mich mal inspirieren lassen von Josh, der hatte nämlich noch einen Kumpel mit dabei und ich habe jetzt meine Freundin mit dabei, die Lisa. Ne, du darfst auch ruhig Hallo sagen. Hi. Und die wird hier dann die ganzen Fragen vorlesen und am Ende erwähne ich dann die Person, die ich taggen werde. So, du darfst dann mit der ersten Frage anfangen. Ja. Wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Das ist eine ganz interessante Story eigentlich. Wie die meisten von euch vielleicht wissen, ich habe mal ein Video hochgeladen von Origins, wo ich das Cinematic Cover, also dieses Video, was vorher abgespielt wird vor Origins, wenn man das Einzelspieler startet, das habe ich gecovert. Da ist ja Shepherd of Fire von Avenged Sevenfold als Intro-Lied. Und das habe ich auf Gitarre gespielt und ich habe früher in einer Band gespielt, auch als Gitarrist, die hieß Crying Destiny und daher ist mein Name abgeleitet. Ja, ganz einfache Sache. Beginnen wir mit der zweiten Frage. Woher kennst du zwei Leute, die du kennst? Ja, ich nehme jetzt mal als erste Person einfach Lisa oder beziehungsweise du kannst ja auch erzählen, woher wir uns kennen. Das, dann hast du einen Anteil. Ja, also das war eine ganz lustige Geschichte. Ich bin auf seine Schule gekommen in der 10. Klasse. Da haben wir uns dann kennengelernt und dann bin ich so auf ihn zugegangen und dachte mir so, ja, vielleicht könnte er ein paar Leute aus Hannover so kennen. Ja, und dann kannten wir tatsächlich so ein paar Leute und so kamen wir dann weiter in Kontakt. Ja, und dann weiß ich gar nicht, wen ich noch als zweite Person nehmen kann. Ich nehme jetzt einfach mal Josh, weil er mich getaggt hat. Und Josh kenne ich vom Vectic Team Speak, genau. Da war ich irgendwie mal mitten in der Nacht und er wollte Custom Zombies aufnehmen, hat Leute gesucht, hat einfach random irgendwelche angeschrieben, der kleine Randy. Und ja, dann bin ich zu ihm in den Raum gegangen. Wir haben ein bisschen gelabert und so und dann haben wir die ganzen Sommerferien über eigentlich nur noch GTA gespielt, anstatt Custom Zombies aufzunehmen, was wir eigentlich vorhatten. Ja, die dritte Frage ist, woher kennst du Call of Duty? Call of Duty kenne ich von einem Kumpel meines Bruders, der hat mir nämlich immer früher legale Spiele gegeben und da war dann irgendwann Call of Duty 4 mit dabei. Das konnte ich zwar nicht online spielen, aber damals war ich noch was kleiner, da hat mir das nicht gejuckt, da habe ich die Kampagne dann die ganze Zeit gespielt. Und ja, daher kenne ich Call of Duty. Welche Spiele spielst du außer Call of Duty? Ja, ich habe ja zum Beispiel Far Cry 4 Let's Play, das liegt hier auch gerade vor mir. Dann Assassin's Creed, GTA habe ich eben auch schon erwähnt, spiele ich auch sehr gerne. Ist gar nicht, was habe ich denn noch so? Wenn ich mich hier so umgucke, ja, Battlefield, genau. Du kannst ruhig das auch laut sagen. Ja, und ab und zu mal so ein bisschen Minecraft oder so, aber nicht so viel. Und was ist mit LOL? LOL, nee. Immer diese LOL-Spieler hier. Ey, pst. Ja, das sind so die größten Spiele, die ich noch so nebenbei spiele. Und die letzte und allergrößte Frage, auf welche Schule gehst du? Ja, ich werde meine Schule jetzt natürlich nicht namentlich nennen, das ist natürlich klar. Ich gehe auf ein allgemeinbildendes Gymnasium und bin momentan in der 11. Klasse von 12 Abiturjahren. Nennt man das Abiturjahre? Von 12 Jahren ja. Insgesamt Schule. Also bei uns in Niedersachsen auf dem Gymnasium ist es so, dass wir keine 13 Jahre, sondern 12 Jahre Abitur haben. Und noch. Also es ist jetzt wieder mit 13 Jahren eigentlich. Ja, genau. Wir müssen aber noch 12 machen, wenn wir es schaffen. Beautiful. Und ja, das heißt nächstes Jahr Abi. Das ist auch übrigens der Grund, warum jetzt in der Zeit schon wieder fast einen Monat kein Video kam, weil Schule ein bisschen stressig ist, Präsentationen, dies, das, bearbeiten lernen und all so ein Zeugs. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Video zu machen und ich habe es jetzt endlich mal geschafft. Und da kommen wir jetzt auch zur wichtigsten Sache, wen ich nominiere. Und zwar habe ich mir schon von Anfang an vorgenommen, dass ich Minded98 aka Mario. Mario nominiere. Viel Spaß dabei.
Wenn du möchtest, kannst du ja natürlich auch den Alex mit dem zum Fragen vorlesen oder du nominierst Alex, dann macht er auch mal wieder ein YouTube-Video. Aber das war's auch schon mit dem Video. Nur ein ganz kurzes Video. Nach den ganzen Arbeiten, Gedöns und so oder in den Sommerferien wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Videos kommen. Irgendwie Custom Zombies und was lässt sich alles einrichten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar und eventuell ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao. Tschüss.